Hör auf, mich nachzumachen! Hey, Dad, warte! Da ist ein Vogel. Er liegt auf dem Boden. Das ist ein Wellensittich. Geht es ihm gut? Nein, er sieht verletzt aus. Was machen wir nur? Wir müssen ihm sofort helfen. Komm her. Au! Er hat mich gezwickt. Sei kein Weichei-Bandit. Er hat nur Angst. Bluey, lauf rein, hol einen Schuhkarton und ein Geschirrhandtuch. Dann bauen wir ihm ein Bettchen. Okay. Welches nehme ich? Big Ben oder das mit dem Berg? Beeil dich, Bluey! Den Berg. Komm her. Oh, sei vorsichtig. Er ist leicht wie eine Feder. So, hier, mein Kleiner. Warm und gemütlich. Und was machen wir jetzt? Wir gehen zum Tierarzt. Dürfen Vögel überhaupt mit dem Auto fahren? Naja, eigentlich fliegen sie. Was ist denn, wenn der Gurt nicht richtig passt? Keine Sorge, ich weiß, was wir tun. Du bist ein echt guter Gurt, Dad. Danke. Es ist grün, hör lieber auf zu telefonieren. Ah, du musst weiter der Gurt sein. Oh. Achte bitte auf die Autos. Entschuldigen Sie, wir haben den Vogel gefunden. Ich glaube, eine Katze hat ihn gejagt. Oh, vielen Dank. Komm her, kleiner Kerl. Ich bringe ihn zum Arzt. Viel Glück, kleiner Freund. Wird der Wellensittich wieder gesund? Ich weiß es nicht. Er sah sehr mitgenommen aus. Ich hoffe, alles wird gut. Es tut mir leid. Ich habe leider schlechte Nachrichten. Das Vögelchen ist gestorben. Oh, okay. Oh, tut mir leid, Kleines. Komm her. Dad? Ja, Spatz? Ich wollte nicht, dass der Vogel stirbt. Ich weiß. Ich auch nicht. Aber manchmal kann man nichts tun. Man hat es nicht immer in der Hand. Bist du sicher, dass er nicht gesund wird? Ja, ich bin sicher. Oh, Bluey. Bingo? Ja? Kannst du mal ein Wellensittich sein? Okay. Zip, zip. Oh, hallöchen, kleiner Freund. Du siehst verletzt aus. Du brauchst auf jeden Fall Hilfe. Schau Bluey im Disney Channel.